Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich bin Lucida und es geht weiter mit Ostriff, nachdem wir jetzt 3 oder 4 Wochen lang Pause hatten. Ihr habt in der letzten Woche abgestimmt, welches Spiel ihr gerne als regelmäßiges Let's Play sehen möchtet. Und es war fast abzusehen, es ist Ostriff geworden. Ostriff hat haushoch gewonnen und damit geht es jetzt weiter. Es gibt jetzt 3 Folgen regelmäßig pro Woche. Dienstag, Donnerstag und Samstag um jeweils 16.30 Uhr gibt es eine neue Folge. Und ich musste mich jetzt gerade wieder ein bisschen einlernen und gucken, was wir zuletzt gemacht haben und was als nächstes ansteht. Aber ich denke, ich bin einigermaßen bilde. Wir haben beim letzten Mal jetzt auch Schafe geholt. Wir haben jetzt hier einen Schafstall mit 12 Schafen drin. Wo sind die? Ganz da hinten. Ja gut, komm, Bewegung ist gesund. Wir haben 12 Schafe, das ist wunderbar. Wir brauchen die, naja, für Schaffelle, beziehungsweise viel schlimmer, Schafhaut, Sheepskin ist notwendig. Wir sind nämlich gerade dabei, einige Sachen zu machen. Einerseits arbeiten wir auf warme Klamotten hin, sodass die im Winter was Ordentliches anzuziehen haben. Und dafür fehlt eben bloß noch diese Schafhaut. Und ja, die werden wir irgendwann demnächst bekommen. Wir haben einen Schlachter, der wird, also ich nehme an, dass dieser Schlachter die Schafhaut herstellen wird. Dazu wird er ein Schaf abmurksen müssen und das wird erst passieren, sobald wir hier mehr Schafe haben, als hier reinpassen. Wir haben aktuell 12, wir können insgesamt 30 haben. Und sobald das voll ist und neue Schafe auf die Welt kommen, werden ältere Schafe geschlachtet. Und da wird es wohl auch Schafsfell, Haut geben. So, das ist das eine. Was stehst du da rum? Achso, sie ist am Mähen. Okay, alles klar. Genau, das ist das eine, was wir machen wollen. Das andere ist, der andere Zweig, auf den wir gerade hinarbeiten, ist Leder. Aus Leder können wir Schuhe machen. Ich weiß gerade nicht, was wir sonst noch damit machen können. Aber wir brauchen auf jeden Fall Leder. Wir können Schuhe dann auch schön verkaufen, denke ich. Und das ist echt richtig aufwendig. Ich musste mich da gerade mal komplett durchwühlen, wie das denn alles genau geht. Ich will euch mal kurz ins Bilde bringen, was wir da gemacht haben. Wir brauchen für Leder eine Gerberei, eine Tannery. Die haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nein, eine Tannery haben wir, glaube ich, noch nicht. In der Tannery, ich zeige es euch hier gerade, in der Tannery werden wir Bark, also Holzrinde, Leim, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist Baukalk, ein sehr alter Baustoff, wie ich gerade gelesen habe, dann noch Salz und Wasser verbrauchen, um Leder herzustellen. Wir haben bereits Rinde und Wasser haben wir natürlich auch. Es fehlt also Leim, Baukalk und Baukalk bekommen wir aus dem Stone Mining Camp, das haben wir hier drüben schon, also ein Stein Ernter oder sowas. Hier sind auch tatsächlich Limestone Deposits, also Vorkommen für Limestone. Der hackt hier Limestone ab und der Limestone wird in einem Lime-Kiln verarbeitet zusammen mit Kohle zu Quick-Lime. Wir haben noch keinen Lime-Kiln, wir haben ihn aber beauftragt, das Ding ist hier. Wird irgendwann gebaut. Dieser Quicklime, der dort hergestellt wird, oh Gott, das ist so kompliziert, das tut mir so leid. Dieser Quicklime, der dort dann hergestellt werden wird, sobald wir das haben, wird in einem Limeworks hergestellt. Hier. Den bauen wir auch. Hier, anscheinend direkt daneben, aha. Gut, den brauchen wir auch. Und dort wird Quicklime zusammen mit Wasser in Leim verwandelt. Und es ist eben dieser Leim, den wir brauchen in der Gerberei. Und wir brauchen auch Salz. Oh Mann, das ist echt kompliziert. Salz brauchen wir auch. So, hier. Theoretisch, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber theoretisch müssen wir einfach nur das Salzwerk bauen. Das ist hier. Produces salt from underground brine deposits. Also anscheinend sind in der Erde irgendwelche, ja, weiß ich auch nicht, Salzvorkommen oder so. Ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, dass wir das nicht auf irgendwas draufstellen müssen. Und es gibt hier kein Vorkommen. Ich hoffe, dass dieses Salzwerk überall Salz herbekommt. So, das, dann hätten wir das auch erledigt und dann hätten wir unsere Gerberei. Aber für das Lime-Killen und auch für die Saltworks hier brauchen wir Steine, um das überhaupt herzustellen. Ja, wir brauchen jetzt 2800 Steine. Für das Lime-Killen brauchen wir auch nochmal ein paar Steine. Und Steine haben wir eben nicht. Das ist jetzt der dritte Zweig, an dem wir gerade arbeiten. Wir bauen hier gerade eine Brücke. Beziehungsweise demnächst. Aktuell wird noch eine Grundschule gebaut. Aber danach bauen wir hier eine Brücke. Es ist schon, oh, es ist schon einiges da. Ja. Und sobald wir diese Brücke haben, können die hier auf dieses Land hier, auf diese andere Seite des Ufers gehen. Hier vorbei, hier durch den Wald. Und bis hierhin.
Und dort werden wir dann eben Stein bekommen. Das sind Stone Deposits, also Steinvorkommen. Dort werden wir Steine abbauen. Und sobald wir die haben, oh, können wir weitermachen. Gut, also es gibt einiges zu bauen, wie ihr seht. Hier oben ist die Bauerliste gerade. Warum tut sich da nichts? Ach so. Die Bauarbeiter fehlen. Ja, macht doch mal was. Wir haben vier Bauarbeiter, die zugeordnet sind. Und die werden hier. Was läuft hier da rum, oder was? Ja, die werden das jetzt demnächst aufbauen. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich dachte mir, dass es doch recht wichtig ist, dass unsere Kinder mal ein bisschen gebildet werden, damit sie später gute Manager werden. So. Jetzt habe ich euch auf den Stand der Dinge gebracht. Ich hoffe, das passt soweit. Wir haben Juli. Demnächst ist wieder Erntezeit. Bei den Feldern haben wir gerade leider kein Getreide, was dort angebaut wird. Wir haben dort gerade Kartoffeln, das ist gut. Die Leute haben Hunger. Und Sonnenblumen, das ist ja so ein, weiß ich nicht. Wir können daraus Öl machen und das ganz gut verkaufen. Das ist alles. Und wir haben hier Hanf für Klamotten, also für die Textilherstellung. Und Buchweizen. Das ist, glaube ich, für die Hühner ganz gut. Aber wir haben jetzt kein Getreide, das wir jetzt zum Mehl verarbeiten können. Und das ist natürlich schlecht, weil die hätten natürlich gerne Mehl. Und deswegen bin ich so ein bisschen am Überlegen, einen weiteren Bauernhof. Oder, und das ist auch nur eine Vermutung von mir, ich habe keine Ahnung. Wir können weitere Pflüge bestellen. Aktuell haben wir nur einen Ochsen hier. Also ein Ochsenpaar, also einen Pflug so. Wir haben nur einen Pflug. Und dieser eine Pflug wird, glaube ich, nur ein Feld pflügen. Sehe ich das richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht können wir das nächste Mal beobachten, was der genau macht. Wir können also weitere Pflüge herstellen. Dafür brauchen wir weitere Ochsen, aber die haben wir. Also, beziehungsweise die können wir machen. Das Pflügen erhöht, soweit ich weiß, die Fruchtbarkeit der Felder. Beziehungsweise die Fruchtbarkeit nimmt nicht so schnell ab und dadurch können wir mehr Fruchtfolgen machen, bevor das Feld wieder brach liegen muss. Das ist also, glaube ich, so der gleiche Effekt, als wenn wir einen neuen Bauernhof hätten. Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wir müssen erstmal genau gucken, was die Pflüge genau machen. Also wie viele Felder die pflügen. Also ich sehe hier, glaube ich, zwei gepflügte Felder, oder? Ah ja, doch hier. Die wurden beide gepflügt. Aha! Also anscheinend wurden die beide gepflügt. Dann könnten wir vielleicht ein weiteres Feld hinzufügen. Weiß ich nicht. Also irgendwofür muss man den Pflug ja gebrauchen, oder? Für irgendwas braucht man den ja wohl. Ich habe keine Ahnung, wie viele Felder denn so ein Bauernhof hier überhaupt bearbeiten kann, weil jedes Feld muss irgendwann geerntet werden und dafür brauchen wir so viele Arbeiter. Ja gut, keine Ahnung. Wir werden mal schauen. Ich werde das mal beobachten im nächsten Jahr, wie das ist, wie viele Felder der gepflügt bekommt. Also zwei auf jeden Fall. Oder sagen wir schon mal nochmal ein weiteres Feld dazu machen. Einfach so. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ach, wie auch immer. Wir werden sehen. Es wird sich alles ergeben. Es wird schon keiner sterben, hoffentlich. Jedenfalls, ja. Wir müssen gucken, dass wir die Felder gut ausnutzen und dass wir wieder Getreide bekommen. So, was ist da hinten los? Nicht genug Arbeiter, um Bäume zu fällen. Ja, wir haben hier diesen Förster wieder in Betrieb genommen. Weil ich mir dachte, es wäre gar nicht schlecht, hier noch einen weiteren Förster zu haben, der hier ein paar Bäume fällt. Wir haben ja einen Förster hier hinten. Den hier. Gehen wir weg. Wir haben den hier, der fällt Bäume. Und wir haben den, der fällt gerade keine Bäume. Ja, ich dachte, es wäre vielleicht nicht schlecht, das mal ein bisschen hin und her zu wechseln. Aber keine Ahnung, das müssen wir uns auch nochmal überlegen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Kommt es mir ein bisschen komisch vor. Ich habe hier erstmal gucken müssen, was ist hier passiert. Wir haben 33 Eier und ich dachte, das ist sehr wenig. Ich dachte, wir müssen eigentlich mehr haben. Jetzt sind es bloß noch 16. Ach, keine Ahnung. Wir werden schon wieder reinkommen in das Spiel. Was aktuell auch noch so ein bisschen unsere prosperierende Stadt behindert, ist, dass ich kein Geld habe. Ich habe ja vor einigen Folgen aus Versehen mehrere Kühe gekauft, die ich gar nicht haben wollte. Und dadurch war das gesamte Geld weg. Wir waren verschuldet. Wir haben kein Geld. Was ich aber gesehen habe, als ich jetzt mal so ein bisschen durchgeklickt habe, die haben teilweise sehr viele Lebensmittel hier in den Häusern. 614 Honig zum Beispiel. Ja, hier nicht so viel. Die sind, glaube ich, aber auch nicht so alt hier, oder? Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht war das auch eine Ausnahme mit den vielen, Honig. Nee, hier haben wir auch ganz viel Honig. Es wäre natürlich schön, den Leuten ihren Honig abzukaufen und den selber zu verkaufen. Weil es hat ja nicht jeder so einen eigenen Garten und die würden sich über Honig freuen. Aber im Moment kann ich nichts abkaufen, weil wir kein Geld haben. So, was haben wir hier noch? Wir haben einen Botschafter aus Merefa. Ich habe vorhin schon durchgeschaut, wir können ihm gerade nichts anbieten. Das wollen die haben und ich kann gerade nichts anbieten. Wir haben das alles nicht. Deswegen ja, schlecht. Was wir hier noch hatten, ist, wir haben jetzt mittlerweile so ein Dock. Trading Dock. Also am Wasser. So eine Art Hafen. Und wir können theoretisch mal hier einen Botschafter hinschicken und gucken, was die anbieten. Haben wir den jetzt geschickt? Ah, ja, weiß ich nicht. Haben wir den jetzt geschickt oder nicht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe dafür... Achso, Moment mal, ich habe ja gar kein Geld. Ich kann ja gar kein Geld ausgeben. Deswegen habe ich die wahrscheinlich nicht geschickt. Na gut. So ein Elend, ey. So, hier haben wir eine Fulling Mill. Die macht Broadcloth. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Aus Wolle, aus Schafwolle. Broadcloth wird dann zum Schneider geliefert. Hier ist es schon. Der wartet jetzt eben nur noch auf Schafshaut. Schafhaut, um warme Klamotten herzustellen. Ja, das wird sehr gut. Die können wir dann verkaufen und das wäre natürlich schön. Ja, die Grundschule ist fertig, wer hätte es gedacht. Hollala! So sieht die aus, sehr schön. Oh. Nett! Wir brauchen einen Teacher! Ha? Children of 10 to 15 years age can apply for primary school. Gut, also Kinder zwischen 10 und 15 Jahren können hier reingehen. Aber nur wenn die Eltern das erlauben, du meine Güte. Es gibt hier so einfache Fähigkeiten. Ja, so dass sie lesen lernen können und ein bisschen Mathematik und sowas, um später Manager zu werden. Alles klar, na gut. Okay, ich würde hier am liebsten eine Frau einstellen, weil die sind gut gebildet. Aber wir haben, glaube ich, gerade keine. Nee, haben wir nicht. Ja, aber auch keine Häuser. Wäre vielleicht nicht schlecht, mal wieder ein Haus zu bauen. Damit wir neue Leute bekommen. Was ist denn hier los? Ah, hier wird geerntet. Es ist Erntezeit! Wie schön. Ja, schon alles abgeerntet? Nö. Tatsache, alles abgeerntet. Hier sind sie gerade dabei. Kartoffeln, oh wie schön. Ja, das ganze Dorf eilt zur Hilfe hier, um uns beim Ernten zu helfen. Das ist echt der Hammer. Ja, dann sind die tatsächlich schon fertig hier. Unfassbar. Hier wird als nächstes Getreide drauf gemacht. Und danach soll es angeblich brach liegen. Welches Feld ist das denn? Warte mal, was war hier? Achso. Das ist dieses Feld. Hat aktuell noch jede Menge Rot und jede Menge Grün. Ja, weiß ich nicht. Da müssen wir im nächsten Jahr mal gucken, ob wir da noch was drauf machen können. Müssen wir mal gucken dann. Was ist hier? Das soll brach liegen? Ja, da ist wirklich nichts mehr da. Das ist komplett hinüber. Ja, ja, das sehe ich ein. Okay, was ist mit dem? Das liegt aktuell noch brach oder was? Danach sollen Sonnenblumen drauf. Ja, das liegt aktuell noch brach. Wahrscheinlich, weil die Saison noch nicht zu Ende ist, weil da Schafe gerade drauf sind. Und danach sollen da Sonnenblumen drauf. Weiß ich nicht. Ich brauche denn Sonnenblumen. So viele. Ja, die Hühner essen Sonnenblumen. Ich glaube, ich habe vor einigen Folgen mal gesagt, ja, wir brauchen mehr Sonnenblumen. Deswegen habe ich da ein bisschen forciert, dass wir mehr Sonnenblumen bekommen. So, können wir das jetzt hier ändern? Ja, wir können das ändern. Wir haben noch jede Menge Zeugs übrig. Hier habe ich auch keinen Manager eingestellt. Ja, wir haben ja so wenig Leute. Deswegen mache ich das hier noch von Hand. Also, ja, wir haben ja noch eigentlich alles übrig. Nur nicht mehr so viel Rot. Aber wir könnten theoretisch nochmal Kartoffeln drauf lassen. Wäre das klug? Am Ende, wenn wir noch ganz viel Blau haben, können wir noch ein bisschen Flachs drauf machen.
Wir können aber auch Getreide machen, weil wir Getreide einfach dringend brauchen. Ja, komm, wir machen Getreide drauf hier. Weizen! Zack! Ja, das ist gut. Hier sind sie noch dabei. Kann man noch nicht machen. Was war das hier? Sonnenblumen? Gut, Sonnenblumen. Die könnten wir, jetzt haben wir sehr viele Sonnenblumen, die könnten wir theoretisch alle in Sonnenblumenöl ändern, verarbeiten lassen. Wir haben 438 Sonnenblumen aktuell, na gut. Ach, die sind so fleißig. Ihr seid so toll alle. Gleich sind sie fertig. Ja, die Ernte ist vorbei. Oh, was ist los? Achso, hier ist nichts mehr. Ja, die Erde ist verbraucht für Sonnenblumen. Ja, ich sehe es. Wir haben noch 57 grün und 78 blau. Also, wahrscheinlich läuft es auf Flachs oder sowas raus. Oder auf Buchweizen. 57. Buchweizen ging auch. Na komm, mach Buchweizen drauf. Okay. Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben auch genug Heu gesammelt, um den Winter gut zu überleben. Ja, Heuschober ist komplett voll hier, oder? Nee, da passt doch was rein. Das war doch. Das ist der Platz für 10.000, oder? 7.000. Platz für 7.000. Ja, dann ist fast voll. Die Heuschober da hinten sind auch voll. Also ich denke, das reicht für unsere Tiere. Ich denke, das reicht. So, was ist hier? Den Trotteln fehlen Nägel. Sie können keine Nägel finden. Wir müssen auch demnächst mal Eisen bestellen, aber ich habe ja kein Geld. Mist, ey. Mist, Mist. Wie schaut es hier aus? Hier haben wir unsere. Unseren. Oh Gott, wie heißt denn das? Scheune? Zehnt? Weiß ich nicht. Unsere Scheune, wo jedenfalls das ganze Futter drin gelagert wird. Äpfel sind voll. Ja, wir haben Äpfel ohne Ende. Kauft Äpfel, meine lieben Leute. Äpfel könnten wir auch verkaufen. Wir haben wie viel? 3.300 Äpfel. Du meine Güte. Du meine Güte. Ja, vielleicht sollten wir mehr davon verkaufen. Aus mir Refa, schon wieder. Ja, ich kann euch nichts verkaufen. Ich hab nichts für euch. Ja, kein Geld. Achso, doch, Sonnenblumen vielleicht. Für 0,1. Sonnenblumenöl wäre natürlich besser. Haben wir aber gerade nicht. Müsst ihr umwandeln. Ja, das wäre nicht schlecht. Dann könnte man das teurer verkaufen. Mehl haben wir 0. Eier haben wir auch. 0? Das sag ich auch nicht. Also wir können den Sonnenblumen verkaufen, aber ich glaube, wir wandeln das lieber um und verkaufen es dann als Öl. Das wäre vielleicht besser. So, da gucken wir mal kurz, ob da einer drin ist. Aktuell nicht. Los, komm. Jemand muss da rein und das machen. Achso, wir sind hier Off-Season gerade. Achso, da kommt automatisch einer rein. Ich habe es ganz vergessen. Da kommt automatisch ab November einer rein, der das dann macht. Ja, gut. Okay. Ja, wunderbar. Nägel fehlen. Dann können wir jetzt gerade, glaube ich, bloß abwarten. Nägel müssten eigentlich kommen demnächst. Kohle haben wir genug. Eisen fehlt. Ja, danach weiß ich noch nicht genau, wie wir das jetzt hier machen. Das sind weite, weite Wege. Sehr weite Wege. Wir können uns überlegen, ob wir hier einen weiteren Dorfmittelpunkt irgendwie aufbauen. Also sprich, zumindest eine Familie, die hier wohnt. Für den Steinarbeiter da. Der braucht noch einen Shop. Also eine Theke da, einen Laden, also ein Marktstand, so heißt es. Ein Marktstand, damit die Sachen kaufen können. Die notwendigsten Sachen, zum Beispiel Klamotten, müssen wir da verkaufen. Ich denke, die würden ihr eigenes Essen anbauen hier.
Aber so Sachen wie Klamotten müsst ihr den verkaufen. Das ist ja echt weite Wege. Wir müssten vielleicht so einen Fahrzeugstand daneben machen, damit die da das Zeug schneller transportieren können oder mehr transportieren können. Aber du meinst, dieser Weg ist wirklich krass weit. Naja, wir werden sehen. So, was ist mit dem Ding da? Da fehlen Nägel und Steine, ist klar. Vielleicht ziehen wir mal das Haus hier vor. Solange wir eh keine Nägel haben, dann können die mal eben hier schon mal anfangen, Zeugs reinzuräumen. Ja, das habe ich hier hingebaut, damit die hier näher bei der Arbeit wohnen können. Achso, ich war gerade dabei zu gucken, ob wir überall Äpfel schön verkaufen. Warme Klamotte. Ja, haben wir nicht. Haben wir nicht! Kriegen wir, hoffe ich, bald. Moment mal, wir verkaufen Kohl? Wir haben anscheinend sogar noch 3 Kohl. Beef. Ja, hier wollten wir eigentlich Rindfleisch verkaufen, haben wir aber gerade nicht. Kommt immer wieder mal rein, wenn wir schlachten. Was noch nicht so oft passiert ist. Aber kommt demnächst, glaube ich, vor. Ja, Kohl. Weiß ich nicht. Lohnt sich nicht so richtig. Ich glaube, den machen wir raus. Wir machen die Äpfel rein. Da haben wir jetzt auch welche da. Gut. Kauft man Äpfel. Äpfel sind gesund. Hier verkaufen wir Schuhe. Aha. 100 Stück haben wir da. Gut, gut. Hier verkaufen wir auch Äpfel. Und noch gar nichts. Oh, na gut. Dann haben wir noch irgendwo hier nur noch einen. Kartoffeln, Feuerholz, ja. Na gut. Wir machen die ganze Zeit miese. Das ist nicht so der Hammer. Was sagen unsere Kuhställe? 15 Rinder haben wir drin. Im einen, wir haben ja noch einen zweiten. Da sind 21. Ernsthaft? Ein weiterer Bulle. Den ziehen wir mal um hier. So. Ja, die sind komplett voll. Ich will ja nicht, dass da jemand geschlachtet wird. Wir schlachten bitte erst, wenn wirklich alles voll ist. Wenn wir keine mehr unterhalten können. Schafe. 14 von 30. Ja gut. Das dauert noch, bis wir da Schafshaut bekommen, glaube ich. Aber Wolle wird die ganze Zeit produziert. Das ist gut. Ja. Gut, also ich sehe keine Meldung von wegen uns fehlt Essen. Das hatten wir vorhin ganz viel. Oder es fehlen ihnen Essensvariationen. Oh, wir haben einen Lehrer. Der macht gerade Pause. Und wir haben ein paar Kinder da drin. Oh, wir haben so gut gebildete Kinder. Ach, ist das schön. Ich freue mich. Gut gebildete Kinder. Die haben auch alle geerntet. Gucken wir mal kurz rein und gucken, was die sich da so gegönnt haben. Oh, so viel Honig. Ich würde so gerne das abkaufen. Gut. Ja, wunderbar. Alles zufrieden. Nur das Geld lässt auf sich warten. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass die irgendwie mal unzufrieden werden wegen Steuer oder sowas. Deswegen glaube ich, können wir da vielleicht noch ein bisschen drehen, oder? Wir müssen mehr Steuern verlangen. Oder wir ziehen ein bisschen vom Gehalt ab. Oh, es ist mies. Mies! Ich kürze dir die Gehälter. Das ist echt. Ja, da müssen sie irgendwann unzufrieden sein. Da erhöhen wir die Steuern ein bisschen. Nur ganz leicht. Und ich werde es natürlich auch nicht bekannt geben. Sie sollen es nicht merken, die können eh alle nicht rechnen. Wobei, Mist, die ganzen Kinder lernen jetzt rechnen und die können es dann, die werden es bemerken. Ja, bei denen werde ich sagen, das hat alles seine Richtigkeit. So, na gut. Das dürfte unsere Finanzen ein kleines bisschen bessern. Aber es ist natürlich trotzdem beängstigend. Wir waren gerade eben noch bei minus 40 und jetzt sind wir bei minus 140. Und ich muss dringend was verkaufen. Wir brauchen einen Boten, damit wir dem was verkaufen können. Kauf mal die Kohle! Ach. Was mit dem Haus? Wird das auch nicht gebaut? Es fehlen Nägel! Aha, komm aber.
20 Stück sind unterwegs. Ah, ein Bote. Warte mal, machen wir nicht mal ganz so schnell. Jetzt gucke mal, der kommt von hier oben. Ach, der kommt von hier oben. Über den Fluss ist er angereist. Aha. Bietet Zeugs an, was wir nicht brauchen können gerade im Moment. Sie hätten gerne Öl. Haben wir nicht. Klamotten könnten wir denen vielleicht bieten. Oh ja, für 0,25. Wir verkaufen den mal 300 Stück. 75 kommt dabei rum. Verkaufen wir die mal 400 Stück. So, sehr gut. Warme Klamotten haben wir leider noch nicht. Broadcloth. Oh, das kann man auch sehr, sehr teuer verkaufen. Sehr gut. Wir haben 110 übrig. Nein, das behalten wir aber, glaube ich, lieber. Raspberry haben wir nicht. Apples. Oh, Apples. Ja, dafür kriegen wir nicht viel Geld, aber wir haben sehr viele. Wir verkaufen doch gerade für 2000 Stück, oder? Oh, sehr gut. Hervorragend. Okay, das können wir machen. Klingt gut. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Klamotten 400 Stück und 2000 Äpfel hier reinpacken. In den Handelsposten hier. Also machen wir das mal. Äpfel, 2000 Stück. Wir gehen auf Temporary. So, und Klamotten. 400 Stück. Auch Temporary. Was ist? Buy from Local Producers. Nein, nein, nein. Haben wir doch. Gut, meine lieben Leute. Buchweizen. Ist hier irgendwie drin? Ach, weiß auch nicht. Gut, also das müsste theoretisch funktionieren. Also jetzt kriegen wir 160 Kohle, Geld. Und sind dann gerade so wieder im Plus wieder. Ja, das sollten wir uns aber, glaube ich, nicht verscherzen. Ja, wunderbar. Sind die jetzt unterwegs? Ja, die sind unterwegs mit Schiffen. Ich denke, man wird die nicht sehen hier. Ich denke mal nicht, dass man hier sieht, dass sie da hergeschwommen kommen. Aber ich bin gespannt, ob man das sieht. Schon wieder keine Nägel. 5 Stück. Was ist denn hier los, ey? Los, jetzt mach doch mal Nägel, echt. Wieso dauert das denn so lang? Ich weiß auch gerade nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, 4 Holzfäller zu haben. Das sollte vielleicht wieder anpflanzen. Place is occupied. Oh. Ja, ja. Immer noch! Du machst mich ganz krank. So. Ja. So, mach dir mal. Schade nicht, wenn da schon mal was nachwächst. Das dauert ja ewig. Gut, liebe Leute. Ja, also über Holzmangel brauchen wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Was steht das denn? Wood. Oh, die Schafe verlassen die Weide. Oh. Oh, sehr süß. Gut, wo waren die? Achso, das liegt jetzt brach. Ja, okay. Gut, das hat automatisch umgeschaltet hier auf Weizen. Sehr gut. Ausgezeichnet. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Rinder hier sind jetzt auch weg. Was machen wir da jetzt drauf? Ja, das ist komplett wieder belegt hier. Also komplett wieder voll mit der Fruchtbarkeit. Ja, vielleicht sollten wir wirklich nochmal ein bisschen Gerste oder sowas machen. Wie sieht es nächstes Jahr mit Hanf aus? Wie viel haben wir denn da? 2200. Flachs. Flachs sehe ich gerade gar nicht. Oh mein Gott, das kann man wirklich ein bisschen besser sortieren hier. Dass man da nicht immer suchen muss. Ja, vielleicht haben wir keinen Flachs. Ja, wahrscheinlich haben wir keinen Flachs, weil es einfach... Es taucht in der Liste nicht auf, scheinbar.
2200 Hanf. Gut, dann gucken wir mal schnell mal durch. Buchweizen. Weizen. Nochmal Weizen. Sonnenblumen. Nix. Ja, komm, dann machen wir mal irgendwie so ein bisschen Hanf oder sowas. Flachs. Ja, komm, machen wir das mal so. Gut, jetzt haben wir November. Hier draußen vertrocknet noch das Heu. Da kommt aber gerade vielleicht doch schnell so einen kleinen Heuschober da bauen. Oder einen großen. Mitten rein. Ja, mitten rein. So, zack. Wo ist er? Hier. Vorne Nägel für. Oh, natürlich, Frau Nägel. So, jetzt ist ja ein Botschafter da. Schon wieder von hier drüben. Immer der gleiche. Ah ja, haben wir auch nicht mehr wirklich. Mich deucht. Oh. Oh, es gibt eine Hochzeit. Es gab eine Hochzeit. Ist ja schön. Und das Haus ist fertig. Ach so, die haben geheiratet, weil sie jetzt hier rein können. Okay. 19 Jahre, 31 Jahre. Ach, das ist ja schön. Ja, liebe Leute, mich deucht. Wir könnten noch weitere Hühner gebrauchen, oder? Es wird nämlich gerade scheinbar knapp mit dem, mit den Eiern. Das ist ja der Hammer, ey. Dann würde ich sagen, machen wir weitere Hühner. Wohin? Vielleicht auf diese Seite. Da haben wir noch nicht so viele. Also auf dieser Seite des Dorfs, da haben wir ja noch keine. Und vielleicht wäre das sinnvoll, wenn wir hier einen Hühnerstall hätten. Da können wir die da hinten verkaufen, die Eier. Nein! Ihr könnt doch jetzt im Winter nicht... Die fahren tatsächlich. Tatsächlich. Oh nein. Oh nein. Waren die waren gerade da, oder? Trading Boat. Das gibt's doch nicht. Haben die jetzt eingeladen oder nicht? Nein! Oh nein, ich bin so ein Trottel. Mist, ich bin so ein Trottel. Ich hätte das hier einlagern müssen, natürlich. Ich bin so ein Trottel, echt. Jetzt sind die ganzen Äpfel hier drin und die ganzen Klamotten. Und die haben natürlich hier am Hafen gewartet. Und da gab es natürlich nichts. Oh, shit. Shit! Ich hab mir den Deal versaut. Oh, nicht doch. Und dann machen wir das wieder raus. Mist! Ich ärgere mich zu Tode. Da fahren sie dahin. Übrigens, über dem zugefrorenen Fluss. Ach Mann, ey. Aber gut, wir machen neue Hühner. Hierhin. Auf die Insel. Die Hühnerinsel. Ja, das machen wir. Ach so, es ist noch nicht... Können wir noch nicht betreten, weil die Brücke noch nicht fertig ist. Aber gut, das werden wir nächstes Mal machen. Der Heuschober wird gebaut. Gut, liebe Leute, dann verabschiede ich mich für heute mit ein paar Tränen, weil wir bei minus 177 sind und einfach nicht ins Positive kommen. Ich mache die ganze Zeit Verlust und ich halte mich nur durch Handel über Wasser und jetzt habe ich den Handel versaut. So ein Mist. Jetzt warten wir, bis die wiederkommen und dann kann ich ihnen hoffentlich den Deal nochmal anbieten. Liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.